Dekan. Dekan ist ein Wort mit einer Bedeutung in der Astrologie, in der Hochschule und in der Kirche. In der Astrologie ist ein Dekan ein Abschnitt eines Tierkreiszeichens. Ein Tierkreiszeichen hat jeweils 30 Grad und ein Dekan hat jeweils 10 Grad. Das heißt also, jedes Tierkreiszeichen hat das erste Drittel, das zweite Drittel und das dritte Drittel. Jeder dieser Abschnitte untersteht aber der Herrschaft eines bestimmten Planeten, unabhängig davon, dass ein Planet über das gesamte Sternzeichen regiert. Dekan ist aber auch die Bezeichnung in einer Hochschule. Dekan in der Hochschule ist der Leiter einer Fakultät bzw. eines Fachbereichs einer Hochschule. Und dann gibt es noch den Dekan in der Kirche. Eigentlich ist es dann der Dekan, auch Dechan. Dekant, Dezem heißt Zehnt. Und das ist eine Amtsbezeichnung in der katholischen Kirche, nämlich der Vorsteher einer Gruppe von Priestern. In der anglikanischen Kirche gibt es den Dean. Und Dean ist dort auch der Dekan, also derjenige, der einer bestimmten Anzahl von Priestern vorsteht. In manchen evangelischen Landeskirchen gibt es auch den Dekan für einen Pfarrer, der Führungsfunktionen wahrnimmt. In anderen Landeskirchen lautet das der Superintendent. Zusätzlich gibt es bei den Katholiken noch den Dekan des Kardinalskollegiums und der Dekant oder der Dekan, der Dechant, ist der Erzpriester als Vorsteher der Priesterschaft. Der Amtsbezirk eines Dekanen heißt Dekanat. Dann gibt es noch in verschiedenen Diözesen den Domdekan als Vorsteher eines Domkapitels und es gibt den Stiftdekan als Vorsteher eines Kollegianstifts. Du siehst, Dekan von lateinisch decem hat verschiedenste Bedeutungen.